Willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar soll es diesmal um die Gildengefechte gehen. Und ich wollte euch mal ein Update geben, wie wir derzeit unsere Gildengefechte so spielen, weil meine letzten Tutorial-Videos ja schon relativ alt sind und wir uns ja auch ein bisschen weiterentwickelt haben und euch mal ein Gefühl dafür geben, wie man als Gilde sehr erfolgreich die Gildengefechte spielen kann. Und ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr selbst sehr gerne die Gildengefechte spielt, dass ihr euch eine Gilde sucht, wo ihr erfolgreich die Gildengefechte spielen könnt. Denn die Gildengefechte sind der Forgepunkte-Generator schlechthin. Also ich glaube, man kann mit keiner Spielweise so viele Forgepunkte generieren wie mit den Gildengefechten. Ich war in den letzten Wochen vielleicht nicht ganz so aktiv. Wie sonst in den Gildengefechten, aber üblicherweise, wenn ich mehr Zeit habe, sammle ich in den Gildengefechten die meisten Forgepunkte ein. Wenn man mal ein bisschen durch die Tage klickt, hier sind es 580 Forgepunkte aus den Gildengefechten in der Woche, da sind es 560. Ja, das sieht so aus, als hätte ich gar nichts in den Gildengefechten gemacht, was aber nicht stimmt, weil hier auch 560, weil dieser Tracker ja na natürlich nur die Einsammlung berücksichtigt, die ich hier am PC mache. Und ich kämpfe ja auch noch am Handy, insbesondere wenn ich unterwegs bin. Ich glaube, hier diese Tage, wo ich, ja, zum Beispiel am 15., wo ich gar nichts habe, da war ich einfach nicht am Rechner zu Hause. Und von daher habe ich keine Gelegenheit gehabt, Gildengefechte am PC zu machen. Und deswegen habe ich da keine Forgepunkte daraus generiert. Aber ich glaube, an einem aktiven Tag kann ich durch oder mache ich durchaus 1000 Forgepunkte aus den Gildengefechten. Und wenn man dann mal guckt, was meine Tagesproduktion an Forgepunkten ist, müsste ich hier sehen. Genau. Das sind auch knapp 1000. Also die Gildengefechte sind durchaus extrem relevant, um Forgepunkte zu generieren. Und deswegen kann ich euch nur empfehlen, spielt die Gildengefechte aktiv, wenn ihr gut vorankommen wollt. Und sucht euch eine Gilde, die eurem Aktivitätsniveau entspricht, um die effektiv zu spielen. Okay, dann möchte ich euch jetzt einfach mal zeigen, wie so ein Durchlauf bei uns aussieht. Und dazu gehe ich jetzt mal auf die Gildengefechtskarte. So, und wir starten in wenigen Sekunden mit einem Rennen. Das ist jetzt mein Einstand. Ach, ich drücke auf den falschen Knopf. Wir haben natürlich Leute gesammelt vorher, dass wir das hier auch packen, das Rennen. Und es sieht doch jetzt schon ganz gut aus. Sieht vor allem danach aus, dass die Gilde, gegen die wir hier im Rennen stehen, keine Leute gesammelt hat. Nein, überhaupt nicht. Keine Chance. Um das mal kurz zu zeigen, wir haben halt hier eine Gruppe, wo man sich anmelden kann, wer beim Rennen dabei ist. Das ist jetzt ein bisschen wenig sogar, wenig Aktivität. Normalerweise sind das noch mehr. Ich glaube, jetzt hier beim FUE-Helfer habe ich schon viel zu viele drin. Das ist ja über den ganzen Tag, was ich da
an Änderungen aufgenommen habe. Aber hier werden gleich noch mehr Sektoren frei. Ein paar Sekunden der hier. Das ist so ein halbes Rennen. Ein bisschen ein Rennen. Gleich durchziehen. Man sieht richtig, wie der Balken ruckelt. Der bewegt sich nicht langsam hoch, sondern der bewegt sich ziemlich ruckartig hoch, die weiße Fahne. Weil wir schneller spielen als die Aktualisierung stattfindet. Und da oben geht es weiter. Das ist wahrscheinlich auch wieder 96er. Ja, tatsächlich. Da geht es natürlich auch flott weiter. Ich kann mich jetzt schon mal insofern darauf vorbereiten, dass ich mir wieder eine frische Armee einstelle, mit der ich dann weiterkämpfen kann. Das kann ich ja jetzt auf der gegenwärtigen Karte, glaube ich, gerade nicht machen. Na doch, hier hätte ich es machen können. Hier hätte ich es machen können. Und jetzt in ein paar Sekunden geht dieser Sektor auf und dann geht es da weiter. Und jetzt wird da durchgeholzt. Ups. Manchmal braucht man zwei. Insbesondere wenn viel Artillerie drin steht. Aber ich bin noch nicht an dem Punkt, dass ich gegen fliegende Einheiten tausche. Da müsste ich von der Zermürbung noch ein bisschen höher kommen. So, den haben wir auch. Und hier geht es weiter in 4 Minuten, 2 Minuten. Oh, ein paar Sekunden. Der ist dann auch bald. Also der Sektor ist als nächstes dran. Kann ich wieder die Armee einstellen. Verwundeten rausnehmen. Ist ja nur einer. Das kann man dann alles schön in einem Rutsch machen, wenn man einen Gegner hat, mit dem man das machen kann. Oder eine Gilde hat, mit der man das machen kann. Mit der man sich die Mitte teilt und die andere Gilde auch sehr schnell darin ist, Sektoren einzunehmen, dann kann man sich wirklich zu einem bestimmten Zeitpunkt verabreden, die Leute sammeln und dann mal schnell eine ganze Reihe von Sektoren in, naja, sagen wir mal 15 Minuten erledigen. Ich glaube, diese ganze Ecke hier. Ja, der hier ist eben, mit dem ging es los vor 10 Minuten und mit dem endet es in 2 Minuten. Also tatsächlich innerhalb von 12, 13 Minuten diese ganze Ecke hier geholt. Hier wird noch einmal Diamanten gebraucht, sogar zweimal noch. Ich hau einmal die Diamanten rein für ein Belagerungslager. Das ist dann später für diesen Sektor. Da der Aufbau länger als 2 Stunden dauert, markieren wir das hier, damit unsere Guildies da Diamanten investieren, um hier diesen Sektor dann rechtzeitig in 1,5 Stunden angreifen zu können, ohne große Zermürbung zu bekommen. So, hier geht es jetzt weiter in 41 Sekunden. Ich schaue mal nochmal nach meiner Armee. Genau. Zwei austauschen. Inzwischen habe ich 111 Forge-Punkte gesammelt. Naja, der Sektor ist ein bisschen abseits, ja. Der ist dann 5 Minuten nachdem. Dann holen wir den auch noch. Noch ein paar Sekunden. 32 Zermürbung, das geht noch. Ups.
Also wenn es wirklich ein flottes Rennen ist, dann muss man auch sehen, dass man zwischendrin nicht die Einheiten tauscht, sondern auch mit weniger Einheiten weiterkämpft einfach. Also wenn der Gegner wirklich schnell ist. Aber das war der grüne Gegner vorhin nicht. Vermutlich, weil die eben keine Leute gesammelt haben für den Angriff. Deswegen, wenn ihr erfolgreich sein wollt, dann sammelt eure Truppen. So, hier fehlen die Lager. Hier gibt es nur noch die kleinen Türme. Vermutlich, weil die Ressourcen da langsam ausgehen. Haben die Mitstreiter schon gemacht? So, ich weiß nicht, warum der jetzt abgesperrt ist und warum da. Okay. Wahrscheinlich war er noch abgesperrt, weil die Lager noch nicht gebaut wurden. Beziehungsweise die Wachtürme. Und jetzt haben wir nur eine kleinere Zermürbungsreduktion, weil wir uns da nicht mehr die teuren Belagerungslager geleistet haben. Und das liegt daran, dass wir ja alle erst ins, naja, ich ja nicht, aber einige Spieler jetzt neu ins Zeitalter Venus gestiegen sind. Und da fehlt es einfach noch an Gütern in dem Zeitalter. Da müssen wir hin und wieder ein bisschen schauen, dass es nicht zu teuer wird. Und auch hin und wieder ein bisschen sparen. Aber ich glaube, das betrifft nur wenige Sektoren und das ist durchaus verkraftbar. Kann ich ja in der Pause jetzt mal kurz drüber reden? Wir haben das bei uns in der Gilde so gemacht, dass wir sozusagen Zeitalter haben, in denen wir unsere Spieler versammelt haben. Und die sind alle nur in diesen Zeitaltern. Das bedeutet, dass wir nur in diesen Zeitaltern auch Kosten haben in den Gildengefechten. Und was wir jetzt natürlich nicht machen konnten, war allen Spielern zu sagen, steigt bitte nicht in die Venus auf, weil das macht auch längerfristig wenig Sinn, das irgendwie den Gildenmitgliedern zu verbieten. Also haben wir natürlich gesagt, okay, steigt auf, aber sorgt dafür, dass gute Güter in die Kasse kommen, damit wir hier eben die Gildengefechte möglichst ohne große Probleme durchspielen können, ohne wirklich uns über die Güterkosten Gedanken machen zu müssen. Ein bisschen Gedanken müssen wir uns nun doch machen, aber so ist es eben. Mit der einseitigen Güterbelastung, die aus den Gildengefechten entstehen kann. Und ich glaube, bei uns ist es so, dass wir Spieler haben im späten Mittelalter, dann haben wir Spieler in der Gegenwart, dann haben wir Spieler in der Zukunft und in den Zeitaltern darüber. Und der Hintergrund ist halt, dass wir in den Zeitaltern von Zukunft an bis Raumfahrt, Asteroidengürtel, wirklich sehr viele Güter in der Gildenkasse haben. Da ist es kein Problem, dass wir dort die Spieler auch verteilt haben über diese Zeitalter. Und in dem späten Mittelalter und der Gegenwart, da haben wir größere Teams, die relativ viel Güter produzieren auch, damit die Kasse einfach voll bleibt. Und ja, im Venus-Zeitalter ist es jetzt einfach so, dass die Kasse erstmal sich füllen muss, bevor sie wieder voll bleiben kann. Ich denke, das wird dann irgendwann überhaupt kein Problem mehr sein, wenn ein gewisser Mindestbetrag von jedem Gut drin vorhanden ist. Dann braucht man sich da überhaupt keine Gedanken mehr drüber zu machen, über den Kampf. Und das Aufstellen von Belagerungslagern mit Venus-Gütern. So. Jetzt geht dieser C3X-Sektor auch auf. Und den mache ich jetzt noch. 40 Zermürbung, auch noch nicht so schlimm.
Hier sind drei Lager drauf. Zumindest für mich auch noch nicht so schlimm. Ich kann ja gleich nochmal meine Kampfboni zeigen. Okay, und los geht's. Also ich spiele am PC, wie ihr seht. Manche schwören ja darauf, am Handy schneller zu sein. Ich spiele auch am Handy. Klar. Da lässt es sich auch relativ schnell per Hand durchführen, die Kämpfe. Aber ich glaube, ich bin tatsächlich am PC ein bisschen schneller als auf dem Handy. Das hängt wahrscheinlich auch einfach mit der Übung zusammen. Also ich spiele die Gildengefechte einfach öfter am PC. Und deswegen habe ich da einfach mehr Übung, denke ich. Und wenn ich am Handy die Gildengefechte spiele, dann bin ich da einfach ein bisschen langsamer als am PC. Aber das ist, denke ich, Ansichtssache oder Übungssache. Genau. Ja, und ich hatte euch ja schon kurz gezeigt, den Kanal, wo wir die Truppen gesammelt haben. Kann ich hier nochmal drauf gehen. Angemeldet waren jetzt hier tatsächlich 9 plus 1, 2, 3. Und ich kann ja jetzt mal draufdrücken, wie viele wir tatsächlich waren. Ich glaube nämlich, wir waren mehr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22 Spieler, die mitgemacht haben. Manche ein bisschen weniger. Andere, so wie ich, sehr ordentlich. Die ganze Reihe von Sektoren. Genau, und manche sind dann später hinzugekommen. Die haben dann eben entsprechend ein paar Begegnungen weniger. Aber so ist es. Was man hierzu noch sagen kann, ist, dass wir offensichtlich kein Schachbrett spielen. Es gibt ja Gilden, die sich absprechen und dann ja entsprechend Sperren stellen und sich versuchen gegenseitig die Sektoren zuzuspielen. Das hat sich bei uns auf Denegu nicht so etabliert. So, jetzt muss ich zwischendurch mal meine Siedlungen bearbeiten und da die Sachen abholen, die Produktion abholen. Deswegen ein kurzer Schnitt. Aber was ich euch noch zeigen wollte, ist eben, wir spielen halt eher in Spiralen. Also wir gehen jetzt quasi hier dem, laufen halt den lilanen, pinken Gegnern hinterher. Und die wiederum rücken dann bei uns in die Lücke wieder rein und holen sich das, was wir jetzt gerade geholt haben. Und das ist mehr oder weniger auch ein Teamen, aber in dem Fall ist es eben ein Teamen mit der Gilde, die sich durchsetzt. Und wenn eine andere Gilde sich durchsetzen kann und hier zwischen kommt, also hätten beispielsweise die Grünen sich jetzt organisiert und ruckzuck diesen Sektor eingenommen, um den wir ja das erste Rennen hatten, dann hätten sie die Gelegenheit gehabt, im Anschluss diesen Sektor von uns zu holen, beziehungsweise ein Duell nochmal gegen Pink um diesen Sektor zu haben und dann auch in die Mitte vorzustoßen. Genau, aber dazu gehört halt entsprechende Organisation, dass das auch klappen kann. Und bei uns ist es so, dass wir ein Team haben von Spielern, die sich um die Gildengefechte kümmern und die einerseits so diplomatische Sachen mit den anderen Gilden klären und andererseits eben auch ausschreiben, wann welche Sektoren zu bearbeiten sind. Das haben wir hier eigentlich auch immer in der Hauptnachricht drin, sofern die Gildengefechte laufen. Und dann gibt es eben noch diese anderen Kanäle, wie zum Beispiel
sammeln für den Angriff. Dann gibt es einen Diskussionskanal zu den Gildengefechten, wo dann angekündigt wird, wo welche Dias zu zahlen sind und wo man einfach über ein paar taktische Sachen redet. Dann gibt es noch einen Kanal, wo die Leute, die die Gildengefechte organisieren, unter sich reden und zum Beispiel auch die diplomatischen Sachen klären. Dann gibt es noch einen weiteren Kanal, wo die Leute drin sind oder alle Leute drin sind, die Baurechte haben. Das sind bei uns ziemlich viele, sodass eigentlich auch rund um die Uhr jemand da ist, der auch Baurechte hat und dementsprechend Belagerungslager oder Türme aufbauen kann. Und die werden dann darüber aufgeklärt, was zum Beispiel Güterlimits sind. Oder da geht es in dem Kanal dann vielleicht auch mal darum, wenn jemand was gebaut hat, was das Güterlimit überschritten hat, dass dann da wieder darauf aufmerksam gemacht wird, dass eben darauf geachtet wird und die Güterlimits eingehalten werden. So, okay. Genau, so einen kurzen Einblick, in Anführungsstrichen, wollte ich mal geben über unsere aktuelle Spielweise in den GG. Wie gesagt, wir spielen Spirale, da gibt es auch andere Modi und zum Beispiel in der Welt auf Feldrangier, da bin ich ja auch bei den Sternenfreunden, wo auch der Chris Schuh Mitglied ist. Genau, der ja auch viele YouTube-Videos macht und auch sehr viele gute, kann ich euch sehr empfehlen, den Kanal. Und er hat ein bisschen anderen Fokus als ich, aber und hat auch ein bisschen höheren Output als ich. Aber schaue ich auch gerne rein bei ihm. Und genau, hier in den Gildengefechten ist es eher ein Schachbrettmuster. Also das ist so die andere Variante, wo man sich mit der anderen Gilde abspricht, wie man vorgeht und wie man die Sektoren einnimmt. Und da gehen dann bestimmte Sektoren zu einer bestimmten Zeit auf und die macht man dann so weit voll, dass man sie nicht einnimmt, sondern dass man im Prinzip sich mit der anderen Gilde abspricht, wann man die tauscht. Und der Vorteil an dieser Spielweise ist, dass man fast um jeden Sektor mit extremer Zermürbungsreduktion spielen kann und so wirklich kaum Zermürbung bekommt. Ich spiele auf dieser Welt aber nicht so aktiv. Ich spiele ja auf meiner Hauptwelt extrem aktiv und da kann ich mir das nicht leisten, hier auch noch sehr aktiv mitzuspielen. Ich hau dann in den Gildengefechten im Prinzip hier nur mit drauf, wenn ich in dem Moment gerade reinschaue, wenn hier was geht. Genau. Also ich könnte jetzt hier an dem Randsektor ein bisschen mitarbeiten. Kann ich ja auch mal einen Kampf machen. Aber es ist auch nicht so einfach in der Eisenzeit zu kämpfen, weil es ja hier sehr darauf ankommt, was man da für Gegner hat. Und wenn ich jetzt zum Beispiel mit dem Reiter angreife, dann muss ich den halt hinten stehen lassen, weil sonst ist die ganze Truppe tot. Und gerade wenn viele Fernkampfeinheiten dabei sind, also in Form von Artillerie oder in Form von echten Fernkämpfern, dann gehe ich eigentlich immer mit Reitern rein und habe dadurch sehr, sehr wenig Verluste nur in den Gildengefechten, aber es ist halt umständlich, dass ich jedes Mal die Karte erst öffnen muss, um dann halbautomatisch zu spielen, den Reiter hinten stehen zu lassen und dann auf Autokampf zu drücken. Und in solchen Situationen wie eben muss man halt nochmal warten, bis die Gegner erstmal gezogen haben. Ja, sind wieder Fernkämpfer drin. In dem Fall muss ich nicht warten, sondern kann gleich draufdrücken und Autokampf drücken. Das ging jetzt natürlich schneller. Ist dann von Vorteil. Und wieder Fernkämpfer. Aber also in der Eisenzeit dominieren hier einfach so krass die Fernkämpfer in den Gildengefechten, habe ich so das Gefühl.
dass es einfach deutlich umständlicher ist, als beispielsweise in anderen Zeitaltern zu kämpfen. Wie jetzt zum Beispiel im Mars, wo ich auf meiner Hauptwelt bin. So, guck mal, das ist jetzt hier so eine ganz einfache Begegnung, da muss ich nichts machen. Da muss ich nicht drüber nachdenken, muss ich die Karte nicht öffnen. Da sind halt keine Fernkämpfer dabei, da kann ich einfach mit einer Eisenzeittruppe durchgehen. Und sofern es Fernkämpfer sind, muss ich eigentlich auf die Karte und dann halbautomatisch kämpfen. Wenn es nur so wenig Fernkämpfer sind wie hier, dann kann man es auch noch ohne versuchen und man kommt dann auch noch ganz gut durch. Ja. Aber so hat eben jedes Zeitalter irgendwie seine Eigenheiten und muss man immer ein bisschen anders kämpfen in jedem Zeitalter. Was ich an diesem Schachbrett nicht so schön finde, ist, dass es wirklich sehr, naja, wie soll ich sagen, es ist schon sehr, sehr festgefahren. Also die anderen Gilden haben hier nur eine extrem geringe Chance, mal irgendwann reinzukommen. Auch bei der Spirale haben sie keine so große Chance. Aber da gibt es zumindest noch so Möglichkeiten, wo man dann mal durchstechen kann. Und wenn man hier Schachbrett spielt, dann hat man eigentlich fast gar keine Chance mehr durchzukommen. Und das finde ich ehrlich gesagt noch ein bisschen unfairer den anderen Gilden gegenüber, die immer nur außen stehen und darauf warten, dass mal wieder ein Sektor frei wird, auf den sie dann ihre Zermürbung loswerden können. Ja. Aber das ist, glaube ich, Geschmackssache. Auch wenn man wahrscheinlich einfach noch mehr Zermürbung sparen kann, wenn man so spielt. So. Kann ich noch was ausschreiben in der Förderung? Mit den Punkten, die ich eingenommen habe. Und die Schleifenquest einmal durchgehen. Nochmal 10 Güter eingesammelt. Auf meiner Hauptwelt muss ich die Forgepunkte auch noch ausgeben. Da habe ich ja auch ordentlich gesammelt, aber da brauche ich auch sehr, sehr viele jetzt hier, um hier weiter fördern zu können. Bei der arktischen Orangerie. Arktische Orangerie ist ein extrem wichtiges Gebäude für die Gildengefechte, weil wenn man bereits alle hochgefördert hat, ja, also ich habe halt alle meine Kampfgebäude sehr hoch schon ausgebaut. Terrakotta Armee auf 71, Aachener Zeus auf 99 und das Castle del Monte auf 95, mein Alcatraz auf 108 und meine arktische Orangerie auf 102. Ich spiele eigentlich im Moment das Alcatraz und die arktische Orangerie im Wechsel hoch und das ist schon extrem umständlich. Der Eigenanteil ist hier riesig, ja. Kann ja nochmal draufdrücken. Eigenanteil sind jetzt 4683, selbst mit 192% sind es 4618 Forge-Punkte. Das ist schon extrem viel. Aber man bekommt ja auch sehr, sehr viele Forge-Punkte durch die Gildengefechte. Insbesondere, wenn man immer sehr koordiniert spielt und damit im Prinzip immer in der Mitte mit einer anderen Gilde sich im Kreis dreht und dadurch einfach bei jedem Kampf ordentlich Forgepunkte generieren kann. Ja, und warum ist jetzt die arktische Orangerie so wichtig? Wenn man hier mal auf den Text guckt, auf die Beschreibung zu diesem Bonus, gibt eine 30,92%ige Chance, Einheiten desselben Zeitalters 150% Schaden zuzufügen. Genau. Und das ist der entscheidende Satz. Du hast
mit der arktischen Orangerie einfach mal eine Chance, gegen Einheiten einen kritischen Treffer zu erzielen und dann eben die 150% abzuziehen. Und es kann bei manchen Gegnern ein One-Hit werden. Also ein Schuss und die gegnerische Truppe ist kaputt. Und wenn man hier auf die Prozente guckt, das steigt immer noch relativ effektiv. Also der nächste Schritt sind halt 3,2 oder 0,32% mehr. Und das ist schon ziemlich gut auf der nächsten Stufe. Und da man in den Gildengefechten immer gegen Truppen des eigenen Zeitalters spielt, also es sei denn, man ist gerade ein Zeitalter aufgestiegen, aber normalerweise spielt man ja immer gegen Truppen des eigenen Zeitalters, ist die arktische Orangerie einfach ein extrem gutes Gebäude, um in Gildengefechten ordentlich Schaden zu machen. Und von daher kann ich den Gildengefechtsspielern sehr empfehlen, die arktische Orangerie ordentlich aufzuleveln, wenn sie denn ihre normalen Kampfgebäude schon sehr hoch haben. Weil das bringt dann tatsächlich Stück für Stück mehr als der andere Effekt. Ja? Also dann einfach 1% mehr Schaden zu machen, wenn man hier weitere 2 Stufen fördert. Also eine erhöhte Chance von 0,3% für die nächste Stufe, einen kritischen Treffer zu erzielen. Und ein kritischer Treffer ist nicht 1% mehr, sondern 50% mehr. Das ist schon nicht schlecht. Genau. Deshalb nochmal ein Tipp: Arktische Orangerie ausbauen für die Gildengefechte. Gut. Ich wollte einfach mal spontan ein Video aufnehmen für einen Durchlauf, wo wir mal eine Reihe von Sektoren holen. So als Ergänzung zu meinen bisherigen Videos zu den Gildengefechten und mal einem Update, wie wir aktuell so spielen. Weil in den ersten Tutorial-Videos, die ich zu den Gildengefechten gemacht habe, lief es ja noch ganz anders. Dann soll es das gewesen sein für diese Folge und dann danke ich euch fürs Zuhören und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.